Moin und willkommen bei Nordbikes, eurem Fahrradspezialist im Bremen-Wolfmarshausen. Mein Name ist Andreas Kulbatzki. Tja, was soll ich sagen? Es gibt Momente in dem Leben eines Fahrradhändlers, wo er sich noch über ein großes Paket richtig freut, wie an Weihnachten, wie ein kleines Kind. Als dieses Fahrrad gekommen ist, war das einer dieser Momente, definitiv, denn wir haben hier eine absolute Neuheit. Ihr dürftet es so live noch nirgends wirklich gesehen haben, exklusiv hier bei uns. Und zwar haben wir hier das 225. Ja. Nein, das Tour 25 von Velo de Ville mit Z20 Heckmotor, Piniengetriebe, 12-Gang. Und dieses Fahrrad werden wir uns jetzt einmal genau anschauen. Also bleibt dran, bis nach dem Intro. Ja, wer unseren Kanal schon ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass wir absolute Freunde von dem NeoDrive Z20 Heckmotor sind in Kombination mit dem Piniengetriebe. Und als wir im Herbst die Information von unserem Hersteller bekommen haben, Velo de Ville, dass dieser doch ein solches Fahrzeug hier quasi auf den Markt wirft, haben wir uns wirklich sehr gefreut und sofort bestellt, ne, damit wir halt auch wirklich schön was für euch hier auch direkt verfügbar haben. Und wir haben jetzt gerade die ersten gekriegt. Hier haben wir jetzt ein wunderschönes Herrenrad, Diamantrahmen, 57er Rahmen. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Fangen wir mal wieder, wie immer, mit dem Lenker an. Und zwar, wir haben uns hier für eine etwas aufrechtere Sitzposition entschieden. Mit einem verstellbaren Ergotec-Vorbau, einem Trekking-Bügellenker. Wir haben eine Shimano hydraulische Scheibenbremse verbaut. Hier natürlich den Drehgriff von Pinion, 12 Gänge. Könnt ihr im Stand wunderbar durchschalten, gar kein Problem. Ergonomische Griffe aus dem Hause Ergon sind auch schon mit verbaut. Dann natürlich hier das Display und die Bedieneinheit von NeoDrives, also beziehungsweise für den Z20 Motor. Hier können wir ihn einschalten, dann geht das System, fährt das langsam hoch und ja, man könnte jetzt schon losfahren. So viel zum Thema Lenker. Eine schöne Klingel haben wir auch verbaut hier, die hier super ranpasst, sage ich mal, gerade bei den Lenkern. Immer mehr Armaturen haben wir jetzt eine wunderschöne Klingel von Velo, die wir hier richtig gut montieren können und die ihr auch schön mit dem linken Daumen bedienen könnt. Jo, was haben wir denn noch? Man muss dazu sagen, dass das Fahrrad hier, so wie es steht, in der absoluten Grundausstattung steht, aber die ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Also ich habe hier jetzt nichts dazu bestellt. Bei Velo, wie ihr wisst, wir können die Fahrräder alle schön konfigurieren. Das Einzige, was hier wirklich eine Sonderausstattung ist, ist hier in dem Fall die Farbe. Wir haben hier nämlich das Emerald Green in Matt. Und das ist eine Aufpreisfarbe, aber die ist hier, finde ich, steht dem Fahrrad wirklich wunderschön. Ja, ihr seht hier vom Design eine schöne Farbe. Aber zur absoluten Grundausstattung gehört auch schon mal die bei Schulz Sattelstütze, und zwar die ST. Die ist einfach im Lieferumfang mit enthalten. Ja, Sattel ist ein wunderschöner Gelsattel drauf, aber beim Sattel, wisst ihr ja, haben wir noch Optionen, den Sattel auszutauschen, dass wir hier wirklich den perfekten Sattel für euch finden. Ansonsten sitze ich hier leicht moderat drauf, wirklich entspannt, kann hier wirklich gut mitfahren. Und ja, in dem Fall 57 Rahmenhöhe, relativ hoch. Diese sind 28 Zoll Reifen, fällt ein bisschen größer auf. Ihr seht, ich habe eine Schrittlänge von 88 cm und ich liege auf. Ich würde mich tatsächlich für einen 57er wahrscheinlich entscheiden. Es gibt das auch in 54 oder in 48 als oder beziehungsweise 49. Ich habe da einen stehen, zeige ich euch gleich. Oder es gibt die auch in Trapez-Variante. Hier, wie gesagt, die Diamantform. Ja, hier sitzt man wirklich als großer Herr sehr, sehr gut drauf. Ne? Und ja. Somit haben wir die obere Partie abgeschlossen. Gucken wir uns noch mal an, was das Rad noch zu bieten hat in der Grundausstattung, wie gesagt. Und zwar haben wir hier nicht irgendeine Federgabel verbaut, sondern schon eine vernünftige RST Vogue Air Lockout Federgabel. Das heißt, ich habe eine luftgefederte Gabel, dass ich hier wirklich den Luftdruck komplett einstellen kann. Ich fahre diese Federgabel persönlich jetzt schon seit über 6000 Kilometer an meinem Fahrrad, auch von Velo de Ville 3 Jahre lang. Ist eine wunderschöne Gabel, kann ich hier wirklich gut aufs Gewicht einpassen, durch den Luftdruck halt individuell einstellbar. Das machen wir natürlich dann hier für euch vor Ort. So, was haben wir noch? Ja, Lockout-Funktion, wie gesagt. Zack, zack. Arretierbar. Schon habe ich keine Federung mehr, falls ich mal einen Berg hochfahren möchte und nicht immer ständig eintauchen möchte. IQXS Scheinwerfer, ein 80 Lux Scheinwerfer, sehr hell, auch hier in der Grundausstattung mit vorhanden. Made in Germany, Bleche aus dem Hause SKS sind auch dabei. Das Rad steht hier, da muss ich gucken, auf einem Marathon Efficiency Reifen.
Das ist auch mit dabei. Das ist ein sehr schöner Leichtlaufreifen, der aber auch einen hohen Pannenschutz genießt und ja, mit einem, ich sag mal, leicht groben Profil. Aber bei der Bereifung ist immer so, da haben wir natürlich noch immer ein bisschen die Qual der Wahl. Wir können hier auch noch was anderes ranbauen, beziehungsweise auch vom Lieferanten anders bestellen. Wie gesagt, die, na, drehen wir mal um. Shimano Scheibenbremse haben wir auch verbaut, hydraulisch natürlich. Ja, steht dem Rad ganz gut, hat auf jeden Fall ausreichend Verzögerung. Jetzt schauen wir uns zunächst einmal nochmal den Akku an. Der Akku ist hier im Rahmen verbaut, wie man sieht, ist natürlich ein sehr, sehr voluminöser Rahmen. Das liegt aber auch an der Akkuform. Wir haben nämlich den V8 Akku und den schauen wir uns jetzt mal zusammen an, wie der hier verbaut ist. Das ist ja für viele immer sehr interessant. Und zwar ist der Akku hier nach unten entnehmbar. Wir haben hier die Verriegelung, die zeige ich euch per Foto gleich nochmal im Detail. So, wir haben hier einen Schlossmechanismus von Abus, ein Plus. Könnt ihr übrigens mit dem Plus, könnt ihr theoretisch, das heißt theoretisch auch praktisch, bei uns ein Schloss gleichschließend zum Akku mit dazu bestellen. Dauert ein bisschen, aber dann kriegen wir von Abus wirklich das passende Schloss zu dem Schlüssel. So habt ihr dann nicht mehrere Schlüssel, sondern immer nur einen Schlüssel. One key for all. So, halbe Umdrehung. Und jetzt kann ich die Verriegelung lösen. Und der Akku fällt hier nach unten raus und ich kann ihn schon so entnehmen. Zack. Und jetzt seht ihr auch mal, was für ein, ja, ist schon ein kleiner Klopper, ist ein 625 Watt Akku. Was ich so schön finde an diesem Akku ist, er ist wirklich sehr robust. Das ist jetzt kein Kunststoffakku. Wir haben hier eine richtig massive Verriegelung, auch wie bei dem Möwe sozusagen, das ist halt der V8 Akku. Das ist fast einer der wenigen Akku, wo ich sagen würde, die sind relativ diebstahlsicher. Ne? Also wir empfehlen natürlich immer, die Akkus rauszunehmen, wenn ihr da irgendwo parken solltet für längere Zeit, damit euch keiner den Akku klaut. Hier ist natürlich schon wirklich eine solide Angelegenheit. Ne? Und der rastet sich auch richtig ein. Das hält hier alles schön. Wie gesagt, wir zeigen euch noch mal ein paar Detailfotos von dem Akku direkt. So, dann wollen wir ihn mal wieder zusammen einbauen. Ich führe ihn gleich so in den Rahmen ein. Mal gucken, ob das klappt. Ein bisschen behutsam müsst ihr natürlich dabei sein. Zack, hier geht er rein und jetzt habe ich ihn eigentlich schon... Ah, Moment. So. Wichtig ist immer, dieses Klack ist enorm wichtig. Wenn ich den Schlüssel rausziehen kann und es hat Klack gemacht, dann kontrolliert bitte nochmal die Verriegelung hier, ob er auch wirklich fest ist. Dafür seid ihr natürlich auch ein bisschen verantwortlich, weil es gibt nichts Schlimmeres. Ihr fahrt los und der Akku liegt dann auf dem Boden. Das ist natürlich auf jeden Fall keine schöne Sache. Da müsst ihr drauf achten. Ja, so viel zum Thema Akku. Ja, kommen wir noch. Wir haben soweit bis hierhin alles schön durchgegangen. Ich versuche euch mal das Rad von vorne nach hinten durchzuzeigen. Kommen wir nochmal zum Gepäckträger. Und hier haben wir wieder den klassischen Gepäckträger, einer meiner Lieblingsgepäckträger, den es nur bei Velo de Ville gibt. Denn wir haben noch das Snap-It 1.0 System. Und hier haben wir nämlich, wie gesagt, einen 2-Ebenen-Gepäckträger. Ich zeige das mal anhand dieses wunderschönen, an dieser wunderschönen Ortlieb-Tasche. Wir haben hier den, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. wir können hier nämlich, hier haben wir einen Rucksack inklusive Fahrradpacktasche. Kremmeln das hier um. Zack. Und schon haben wir hier eine Packtasche mit dem QL2-System, das Quicklock-2-System von Ortlieb. Können jetzt hier wirklich schön die Tasche einhaken. Natürlich mit den passenden Buchsen ist das dann natürlich alles auch wackelfrei, wenn das richtig eingestellt ist. Und wir haben hier noch immer die Möglichkeit, ja, noch einen Korb mit auf den Gepäckträger zu fixieren. Das Ganze auf beiden Seiten könnten wir jetzt auf der anderen Seite auch noch eine Packtasche machen. Finde ich wirklich sehr, sehr gelungener Gepäckträger. Ich hoffe, Velo de Ville wird den noch lange, lange weiter so weiter bauen. Wollen wir mal gucken, wie lange das noch geht. So. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Highlight dieses Pedelecs. Und zwar ist das hier die Kombination aus Heckmotor mit dem Pinion 12-Gang-Getriebe. In Verbindung natürlich mit dem Gates CDX Zahnriemen. Für mich als Schrauber, als Techniker ein absolutes Highlight. Also wirklich, ich spüre auf diesen Antrieb. Ich bin ihn jetzt auch wieder am Wochenende über 50 Kilometer gefahren. Es macht einfach sau Spaß, mit dem Heckmotor zu fahren. Ich kann da jetzt erzählen, wie schön das ist. Oder auch oder hier auch mit dem Getriebe, dass ihr wirklich die Schaltung am Fuß habt. Das ist einfach wirklich sehr sanft, geräuschfrei. Da müsst ihr einfach eine Probefahrt machen. Macht auf jeden Fall einen Termin, macht eine Probefahrt. Wir wollen uns jetzt nochmal eben anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, wir haben ja wirklich das C12-Getriebe.
C1.12 von Pinion und das funktioniert folgendermaßen. Also ich habe ja den Motor hinten und hinten habe ich keine Schaltung. Das heißt, der Schaltvorgang passiert rein vorne. Wir haben hier eine Eingangswelle und wenn ihr mal guckt, ich bin jetzt mal im ersten Gang, das heißt, das Kettenblatt dreht relativ langsam, die Kurbel dreht ein bisschen schneller. Ja? Im Gegensatz, wenn ich jetzt mal im 12. Gang hochschalte, jetzt guckt mal, was mit dem Kettenblatt passiert. Es dreht sich deutlich schneller. Das heißt, das Kettenblatt ist von der Kurbel entkoppelt und durch das Getriebe kriege ich ja ein anderes Übersetzungsverhältnis. Ne? Zack, ihr seht das, jetzt bin ich hier auf Vollspeed. So, das heißt, Schaltung vorne, Piniongetriebe, saurobust, für mehrere zigtausend Kilometer geeignet. Das Ganze auf dem Riemen CDX auch für gute 20.000 Kilometer geeignet und das im Mittelmotorbereich. Jetzt haben wir hier gar keinen Mittelmotorbereich. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie hier so die Haltbarkeit eines Riemens ist, wenn die Kraft und der Schub von hinten kommt. Denn was dieser Motor macht, ist, er schiebt euch wirklich von hinten an. Und das ist absolut geräuscharm. Das ist ein komplett anderes, ja, komplett anderes Fahrgefühl wie beim Mittelmotor. Ihr müsst wissen, wir haben viele Kunden hier, die in der Preisklasse gucken und die landen auch oft gerne mal auch bei Rieschen und Müller natürlich. Und da sind dann oft die Mittelmotoren verbaut, CX natürlich auch mit Riemen im Enviolo oder Roloff. Und die haben eigentlich schon alles durchprobiert und haben sich da auch schon Wochen bis Monate im Vorfeld mit der ganzen Thematik Pedelec beschäftigt. Jetzt haben wir den einen oder anderen Kunden hier, der kommt dann gerade, weil wir natürlich viele Heckmotoren bzw. verkaufen, zu uns und wollen dann mal eine Probe mit dem Heckmotor fahren. Und was soll ich sagen, die meisten sind dann sehr, sehr verblüfft und sagen sich, Mensch, jetzt muss ich nochmal genau von vorne anfangen, weil das hat mich ja wirklich überzeugt, ne? Und sind dann tatsächlich beim Heckmotor hängen geblieben. Es ist einfach eine ganz andere Kraftentfaltung, der hat ordentlich Schub, 40 Newtonmeter nur, aber direkt auf der Achse. Das ist was anderes, als wenn ich das Drehmoment hier aus dem Mittelmotor rauskriege. Das müsst ihr einfach mal probiert haben. Wir haben mal ein ausführliches Video zu diesem Motor gemacht und zwar mit dem Malte zusammen von NeoDrives. Das verlinke ich euch hier, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das ist ein bisschen länger, reiner Technik-Talk, 45 Minuten. Aber da ist wirklich mal alles erklärt, was in diesem Motor also alles passiert und wie dieser Motor funktioniert. Vor- und Nachteile sind auch ein bisschen abgewegt. Also ich bin jetzt dem Motor wirklich, dieses System bin ich schon gefahren im Weserbergland. Weil die Frage ja auch oft kommt, wie ist denn der Motor im Gebirge? Und man muss dazu sagen, bis eine gewisse Steigung funktioniert ja wirklich gut. Ab einer gewissen Steigung, gerade mit meinem Gewicht über 100 Kilo, kommt er natürlich auch schon mal an seine Grenzen. Aber dann kommt das Piniongetriebe wieder zum Einsatz, denn ich habe hier natürlich eine enorme Entfaltung und der erste, zweite Gang hilft euch da schon den ein oder anderen Berg wirklich aus eigener Muskelkraft super mit rauf. Ne? Und der Vorteil ist natürlich, wenn ich mal einen großen Hügel erklommen habe, muss ich ja irgendwann mal wieder runter. Und wenn ich runter will, habe ich hier was, was euch kein Mittelmotor bietet zurzeit, beziehungsweise gibt es nicht. Ich habe bei diesem Motor eine Rekuperation. Das heißt, ich habe 5 Unterstützungsstufen und ich kann noch 2 weitere Stufen nach unten einstellen. Das ist dann Rekuperationsstufe 1, beziehungsweise Rekuperationsstufe 2. Und dementsprechend kriege ich eine Energierückgewinnung, die euch bis 45 km/h bergab sogar Energie zurückbringt in den Akku. Das ist jetzt nicht so, dass ihr einen Berg hochfahrt und wieder runter mit Rekuperation und unten ist der Akku wieder voll. Das funktioniert nicht. Das wäre natürlich ein schönes Perpetuum mobile, das haben wir nicht. Aber es bringt schon so, ich sag mal so, bis zu 10 Kilometer könnt ihr dadurch wieder mit einem zurückgewinnen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, die Erfahrung, die ich im Weserbergland hatte mit dem André Sagebiel. Grüße gehen raus. Was soll ich sagen? Ein absolut geiles Antriebskonzept, wie ich finde, wirklich persönlich auch mein Favorit zurzeit irgendwie ein bisschen, ne? Heckmotor, Piniongetriebe. Nicht nur, dass das wirklich enorm viel Fahrfreude bereitet, sondern wir haben einfach auch ein sehr, sehr, sehr wartungsarmes System. Das heißt, ihr habt hier auch ein ideales Pendlerrad, ne? Also wenn ihr wirklich jeden Tag von A nach B kommen müsst, ohne euch viel Kopf zu machen, ob ich jetzt die Kette ölen muss oder die Schaltung einstellen muss etc. Wir haben hier ein sehr wartungsfreundliches System mit dem Piniongetriebe in Verbindung mit dem Motor und dem Riemen. Ja, wir haben einige vorbestellt. Wie gesagt, als rauskam, dass Velo de Ville dieses Modell baut, haben wir wirklich einige vorbestellt.
Aktuell verfügbare Fahrräder findet ihr wie immer bei uns unten im Shop. Ich verlinke euch das mal. Und ja, zu einer Probefahrt seid ihr natürlich gerne eingeladen. Bitte meldet euch aber vorher an, damit ihr nicht einfach so spontan vorbeikommt. Wir versuchen das zwar immer, aber es hat sich doch immer als clever erwiesen, vorher mal eben Termin zu machen. Könnt ihr auch gerne bei mir machen, wenn ihr das möchtet, dass ihr da mal eine ausgiebige Probefahrt machen könnt. Wir haben immer ein, zwei Räder, auch mit Heckmotor, die ihr dann vernünftig Probe fahren könnt. Aber ich muss euch vorwarnen, es macht Spaß, wirklich. Das ist so, ne? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Dieses Rad gibt es auch als Trapezrahmen, habe ich auch einige vorbestellt. Aber der Clou ist, und darum habe ich mich auch so gefreut, dass Velo dieses Fahrrad baut, die können liefern. Das heißt, nicht von heute auf morgen, aber ich habe noch die Möglichkeit, das Rad quasi ein bisschen nach euren Wünschen zu konfigurieren. Auch was den Farbwunsch angeht. Und dann haben wir hier eine vernünftige Lieferzeit und dann wird das Rad nach euren Wünschen auch gebaut. Und deswegen habe ich mich persönlich auch so gefreut. Das macht Möwe im Übrigen auch, ne? Wie gesagt, schaut euch nochmal das Video an von dem Möwe. Falls ihr das ein bisschen schicker findet, müsst ihr euch gucken. Das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Technisch sind das beide sehr, sehr tolle, hochwertige Fahrräder mit diesem Konzept. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, ich freue mich immer noch, dass ich dieses Rad hier in den Händen halten darf, dass ich es hier habe im Laden. Schaut vorbei, macht einen Termin. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Andreas.